Der Dom zu Limburg. In seiner Nähe soll der Bischof von Limburg arbeiten und leben. So die Überlegung des Domkapitels aus dem Jahr 2004. Nach verschiedenen Entwürfen wurde im Jahr 2010 das Architekturbüro Frielinghaus mit dem Bauprojekt beauftragt. Bebaut wurde das etwa 1700 Quadratmeter große Areal zwischen Domplatz und Diözesanmuseum. In die Planungen integriert wurden zwei schon bestehende Gebäude. Das Fachwerkhaus Alte Vikarie und das sogenannte Schwesternhaus, ursprünglich Küsterhaus. Dahinter der Neubau, unter anderem mit Foyer und Konferenzraum und die Kapelle. Daran angrenzend die Bischofswohnung. Das Bronzeportal von Thomas Duttenhöfer zeigt die selige Katharina Kasper, den heiligen Georg, das Bistumswappen, den heiligen Nikolaus und die heilige Hildegard von Bingen. Durch das Bronzeportal gelangt man in das Foyer. Hier steht zentral im Raum eine Marienskulptur, denn Maria ist die Patronin des Hauses. Auf der anderen Seite der heilige Antonius. Der Innenhof ist einem klösterlichen Kreuzgang nachempfunden. Von hier aus erreicht man alle Gebäudeteile des Neubaus. Hier steht ein Brunnen des Bildhauers Richard Hees. Die Taube auf der Weltkugel steht für den Heiligen Geist. Darunter sind die vier Evangelisten mit ihren Symbolen angeordnet. Damit soll dargestellt werden, dass durch ihr Wort, inspiriert durch den Heiligen Geist, die Botschaft Gottes in die Welt kommt, wie das Wasser von Schale zu Schale. Vom Innenhof geht es in die von außen gut sichtbare Kapelle. Sie ragt mit ihrer schwarzen Fassade weit über die historische Steinmauer hinaus. Auch in der Kapelle, wie schon im Foyer des Hauses, wird man von einer Marienstatue empfangen. Das Patronat der Kapelle lautet Maria und die 12 Apostel im Abendmahlssaal. Die Fenster in der Kapelle hat der Künstler Johannes Schreiter geschaffen. Im Osten, im Altarraum, das Fenster Morgenlob. Es zeigt die Begegnung des Auferstandenen mit den Jüngern am See Genezareth. Im Westen, über einer kleinen Empore, das Fenster Abendlob. Es greift die Emmaus-Geschichte auf. Die Fenster der Nordseite zeigen links eine Pfingstszene, in der Mitte das Gebet des Einzelnen, rechts das Gebet der Gemeinschaft. Die Fenster der Südseite handeln vom Weinwunder bei der Hochzeit zu Kana. Der Altar beherbergt Reliquien von den Heiligen Bonifatius, Hildegard von Bingen, Elisabeth von Schönau, Papst Johannes Paul II. Und von der seligen Katharina Kasper.
Altar, Ambo und Tabernakel sind Werke des Limburger Bildhauers Karl Winter. Das gotische Altarretabel zeigt die Anbetung der Könige. Auf der anderen Seite des Innenhofs ist der Emmaussaal, ein Speise- und Konferenzraum. Auf der Türschwelle ist auf Latein der Satz aus der Emmausgeschichte zu lesen: Brannte uns nicht das Herz in der Brust. Dieser Satz beschreibt, wie die Emmausjünger den Auferstandenen erkannt haben. In der alten Vikarie ist der Amtssitz des Bischofs. Das gotische Fachwerkhaus stammt aus dem Jahr 1490 und ist seit mehr als 100 Jahren im Besitz des Bistums. Es wurde umfangreich saniert. Im Erdgeschoss befindet sich neben dem Eingangsbereich ein Besprechungszimmer. Im ersten Stockwerk ist das Büro des Bischofs. Außerdem gibt es hier noch zwei weitere Räume, einen für den Referenten, einen für die Büroorganisation. Über eine Wendeltreppe erreicht man das Dachgeschoss der alten Vikarie. Hier befindet sich eine Bibliothek. Zurück im Neubau ist im Untergeschoss der Konradinerkeller. Hier sieht man Teile des Domfelsens und Fundamente eines alten Wehr- oder Speicherturms aus dem 11. und 12. Jahrhundert, aus der Zeit der Konradiner. Zu den Konradinern zählte auch Konrad Kurzbold, der bereits im 10. Jahrhundert das Georgsstift auf dem Domberg gründete. Hier hängen Gemälde aller bisherigen Bischöfe von Limburg. Vom Konradinerkeller aus erreicht man die Außenstelle der Domsakristei. Sie bewahrt die Reliquien des Bistums, Messgewänder und liturgisches Gerät auf. Ebenfalls im Untergeschoss befindet sich der Gästebereich. Er besteht aus einem Gästezimmer und einer Gästewohnung. Im Erdgeschoss gelangt man über den Innenhof in die Wohnung des Bischofs. Das Wohnzimmer. Auch hier, wie im Flur der Wohnung, ein Fenster des Künstlers Johannes Schreiter.
Die Küche. Die Terrasse. Das Arbeitszimmer des Bischofs in der Wohnung. Blick auf das Koi-Becken. Vom Arbeitszimmer aus hat man einen direkten Zugang zur Kapelle. Die Bischofswohnung erstreckt sich über 2 Etagen. Im Untergeschoss befinden sich das Schlafzimmer, der begehbare Kleiderschrank, das Badezimmer. Zwei weitere Räume. Einer davon war als Sauna geplant. Hier enden die Einblicke in das Bischofshaus. Vis-à-vis dem Limburger Dom.